Hallo ihr Lieben. Ja, da bin ich auch noch einmal. Ich hatte mich ja eigentlich schon verabredet, wollte gerade alles wegräumen und dann hat der liebe Hermesbote geklingelt und hat mir noch ein Päckchen gebracht. Ich hole das mal raus, dann kriege ich keinen Krampf in der Hand. Ja, ich kann euch ja schon mal erzählen, ich muss mal eben das Kabel anschließen. Sonst ist gleich meine Kamera aus. Ja, ich kann euch ja zumindest schon mal erzählen, von wem das Päckchen ist. Und zwar ist das Päckchen von der lieben Heike. Heike hat auch einen Kanal hier auf YouTube, den werde ich euch unten verlinken. Und ja, ich bin jetzt etwas überrascht, denn auch das ist eine Ü-Post. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Und ich muss schon ein bisschen schmunzeln. Ich weiß nämlich jetzt, bei wem ich dieses Goodiebook gesehen habe. Und wenn ich das so anfasse, ja, ich werde das mal auspassen. Aufpassen? Auspacken. Tada! Genau, es war die liebe Heike, wo ich dieses Goodiebook das allererste Mal gesehen habe. Und da hat sie dieses Goodiebook gezeigt und ich habe gedacht, oh mein Gott, ist das schön. Hier mit diesem Glitzersteuerrad und dieser Sticker mit dem Leuchtturm, der ist so wunderschön. Ich liebe ja maritim. Und hier hinten ist so ein 3D-Sticker drauf. So toll. Ja, und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, bei wem ich dieses Goodiebook bei wem ich dieses Goodiebook das allererste Mal gesehen habe. Es war die liebe Heike. Ja, aber dass beide Goodiebooks, die ich gesehen habe, einmal bei der Heike und einmal bei der Tanja für mich sind, das finde ich schon lustig und ja, freue ich mich natürlich riesig drüber. Und das ist so schön, schaut mal. Oh, das ist so toll. Oh, und hier auch. Oh, so schön. Hier hat sie auch nochmal, die hat sie selber ausgestanzt, das war gestanzt. Mir fehlen heute ein paar Buchstaben, müsst ihr euch nicht drüber wundern. Ausgestanzt und hier den Anker auch. Oh, so, so, so schön. Und dann hat sie hier einen kleinen Umschlag. Okay. Da stand drauf Post und ja, die hat sie bestimmt vergessen. Ich vergesse sie auch ständig. Ja, das macht aber gar nichts. Ich freue mich so sehr über dieses wunderschöne Goodie Book. Und ja, schaut mal. Auch hier hat sie ganz viele Strasssteinchen und das ist so toll. Also die Idee ist super, muss ich ja mal sagen. Richtig, richtig schön. Und dann schauen wir mal, was ich da für schönen Tee bekommen habe. Und zwar einmal Zitrone. Aromatisierter Grüntee mit Zitronengeschmack. Der ist auch lecker, sehr, sehr lecker. Grüner Tee Orange. Auch fein. Dann haben wir einmal Rooibos. Mit Orange. Kräutertee mit Orangenaroma. Und Energie. Ingwer Holunder. Energie ist immer gut. Den habe ich vor kurzem auch schon mal gehabt. Der ist auch sehr lecker. Ja, und oh, das ist so schön. Und hier ist ein. Oh, ein Gießteil. Das ist so toll. Ich bin ganz aufgeregt. Also so viel Ü-Post an einem Tag habe ich ja noch nie bekommen. Oh, schaut mal. Ein Frosch. Das ist schön. Wirklich schön. Das glänzt auch so schön. Hier hinten ist ein Magnet drauf. Das ist toll. Dann kann ich das schön an meine. Ja, über meinem Tisch ist eine Heizung und da hängen eure ganzen Sachen dran. Ich glaube, das habe ich euch ja schon mal gezeigt. Und ja, ein Magnet an die Heizung pappen ist natürlich einfacher als einen Anhänger an die Heizung zu pappen. Ja, richtig, richtig toll. Das gefällt mir gut. Vielen, vielen Dank, meine Liebe. Ich bin, wie gesagt, ganz, jo, ganz perplex über dieses schöne Päckchen. Ich weiß gar nicht, womit ich das verdient habe. Oh, und schaut mal, hier hat sie so tolle Sticker reingepackt. Das sind Moosgummisticker. Der ist ja mal süß. Schaut mal, diesen Gesichtsausdruck ist der niedlich.
so knuffig. Und einen Seehund. Und natürlich ein Frosch, der darf ja nicht fehlen, ne? Und der ist auch total schön. Ja, vielen, vielen Dank. Und dann hat sie hier noch ganz viele Stanzteile reingepackt. Und ihr wisst ja, ich liebe Stanzteile. Da haben wir einmal dieses, das kann man so gar nicht erkennen, so, dieses tolle Fahrrad. Und dann haben wir hier einen Baum. Und das ist toll, der ist aus Moosgummi. Also Moosgummi-Stanzen finde ich auch toll. Weil das doch alles ein bisschen stabiler ist als aus Pappe. Finde ich richtig cool. Ja, und dieser Baum ist wirklich toll, muss ich sagen. Dann haben wir hier einen Tag. Oh, da ist auch so ein toller Anker. Oh, der ist toll. Und hier aus goldenem Moosgummi. Der ist ja wohl mal edel. Schaut mal, wie schön der ist. Toll. Und noch ein Fahrrad. Jo, wir sind ein Radl da. Ja, hier dann auch nochmal so ein Tag oder wie man die nennt. Noch ein Anker. Und ein goldenes Steuerrad. Das ist ja wohl auch mal richtig edel. Ja, sehr, sehr schön. Ja, das mit dem Moosgummi, das habe ich auch schon gemacht. Und ich finde das auch richtig, richtig toll. Und ja, ich komme einfach im Moment viel zu wenig zum Stanzen. Ich habe so viele schöne Stanzen mir jetzt gekauft. Und es kommen auch noch einige, ganz, ganz viele Stanzen und ganz viele Stempel bestellt. Wie gesagt, also die Bestellung ist etwas größer. Und oh, diese Goodiebooks sind so toll. Und Tanja hat sie ja mit so einer Lasche und einem Druckknopf. Nee. Wie heißen die denn? Klettverschluss verschlossen. Und Heike hat hier so eine Schleife dran gemacht. Das finde ich auch toll. Und das Band ist auch schön. Ja, sehr, sehr schön. Mal schauen, was ich damit mache. Da kann man bestimmt auch ganz toll was drin aufbewahren. Jetzt habe ich ja schon zwei. Schaut mal. Hier liegen auch noch beide hier. Ja, und ich finde das so toll, ich finde das so lustig, weil ich beide gesehen habe und gedacht habe, oh, sind die schön. Ja, da konnte ich aber natürlich noch nicht ahnen, dass auch beide irgendwann bei mir ankommen. Finde ich mega schön, freue ich mich riesig drüber. Ja, und über diese Goodies, die sind natürlich auch super klasse. Frösche geht immer, Mini geht immer. Ich bin happy, ich freue mich, ihr habt mir das Wochenende wirklich gerettet. Ich bin total begeistert über so viel Ü-Post. Wann bekomme ich denn mal so viel Ü-Post? Tauschpost bekomme ich ja öfter. Da freue ich mich auch riesig drüber. Aber Ü-Post ist halt noch etwas anderes, wenn man da einfach gar nichts von weiß. Und dann auf einmal ja, hat man so tolle Sachen im Briefkasten. Oder besser gesagt, der Postbote bringt sie vorbei. Da freue ich mich riesig drüber. Vielen, vielen, vielen Dank, meine Lieben. Wie gesagt, ihr habt mir das Wochenende gerettet. Ich bedanke mich und jetzt verabschiede ich mich wirklich. Bye bye, bis nächste Woche.